Hallo, das ist Schwarz-Gelb gekocht, ein neues Format und wir bringen sozusagen ja, die zwei der drei schönsten Nebensachen der Welt zusammen und zwar Kochen und Dynamo. Schwarz-Gelb gekocht, die neue dynamische Kochshow, präsentiert von Küchenhaus Hillig. Wir schießen keine Tore, wir bauen Küchen und Elektrofunk, der Arbeitgeber für Elektroprofis. Und heute die Premiere und wir kochen gemeinsam mit einem der dienstältesten Dynamo-Profis, mit Niklas Kreuzer. Niklas, guten Tag. Hallo. Unsere charmante Assistentin, Julia Funk. Und ja, ohne Koch geht's nicht. Also, den brauchen wir definitiv. Robert Müller, mal 2 in der Neustadt. Richtig. Görlitzer Straße. 23. 23. Niklas, was hast du dir ausgesucht für ein Essen für den heutigen Tag? Ja, Risotto. Mit Hähnchen als Beilage, hat meine Mama früher ziemlich oft gekocht, durfte ich oft zuschauen und ich freue mich auf jeden Fall. Was verbindest du mit dem Rezept, so ein bisschen Kindheitserinnerung oder was ist es, warum du gesagt hast, Risotto mit Hähnchen? Ja, Risotto ist ja nicht so einfach, durch das, dass ich jetzt alleine wohne, mache ich das nicht mehr so oft. Das erinnert mich ein bisschen an die Jugend, an Mama, ans Leben zu Hause, deswegen ja, habe ich mir das für heute auf jeden Fall gewünscht. Robert, was brauchen wir fürs Essen, für das Risotto? Du hast es ein bisschen abgewandelt, ne? Ich habe es ein bisschen abgewandelt. Wir machen ein Zitronengras-Risotto, machen dazu eine Maishähnchenbrust, da sage ich dann noch mal was dazu, aber ein paar Vanilletomaten und ein bisschen Zitrus-Rucola. Die Haut von den Maishähnchen werden wir abmachen, machen wir Chips draus. Ja, fürs Risotto brauchen wir einen Rundbrotreis, eine Gemüsebrühe, ein bisschen Weißwein, ein paar Schalotten haben wir da, Butter. Ja, und daraus zaubern wir dann quasi dein Gericht. Julia und meine Herren, ich würde sagen, wir legen los, oder? Wir gehen erstmal hier zu den Zutaten. Was brauchen wir denn jetzt ganz genau? Kannst du es kurz erklären, Robert? Alles, was wir fürs Risotto brauchen, haben wir hier die Schalotten, den Rundkornreis, der ist stärkehaltig. Wir brauchen für ein Risotto einen stärkehaltigen Reis, damit das klebt. Man kennt es ja vom Risotto, wenn das dann so schlotzig, sagt man in der Küche immer. Ist. Das liegt daran, dass es ein stärkehaltiger Reis ist, sollte ein Rundkornreis sein, seht ihr ja. Der sieht nicht normal aus länglich, sondern der ist rund, bisschen dicker, damit man den Biss erhält, wenn man es dann kocht. Dann haben wir noch ein bisschen Gemüsebrühe. Wer jetzt zu faul ist, die selber zu machen, aus Wurzelgemüse wie Sellerie, Karotten, Zwiebel, ein bisschen Lorbeer, Piment, der kann sich auch welche im Glas holen. Überhaupt nicht verwerflich, gibt es gute Produkte mittlerweile, nur auf den Brühwürfel würde ich verzichten. Das ist jetzt nicht der Knaller. Die gute Butter darf nicht fehlen. Dann haben wir noch ein bisschen Parmesan. Mhm. Hatte ich vorhin vergessen. Wird dann am Ende zum Verfeinern genommen. Und hier noch ein bisschen Olivenöl, wo wir das Ganze dann anschwitzen. Das ist so alles erstmal, was wir fürs Risotto brauchen. Einfache Zutaten. Ja, zu dem Rest kommen wir dann. Robert, ich habe zu Hause jetzt keine Schalotte. Kann ich auch eine Zwiebel nehmen? Du kannst auch eine Zwiebel nehmen. Eine Schalotte ist natürlich ein bisschen milder vom vom Aroma her, die Zwiebel ein bisschen deftiger, nimmst du einfach weniger. Niklas, ich hatte eher gedacht, dass irgendein Schweizer Rezept jetzt hier kommt, aber das Risotto mit Hähnchen ist jetzt, ich würde mal sagen, ein internationales Rezept. Ja, auf jeden Fall. Also Schweizer Gerichte. Fondue, Raclette, das hat ja nicht wirklich viel mit Kochen zu tun, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Sondern das ja einfach ein bisschen zubereiten. Geht ja ziemlich schnell und dann, ja, dachte ich... Du willst doch aber nicht die Schweizer Küche in Abrede stellen, oder? An nie im Leben. Das hat ja nichts damit zu tun, dass es nicht schmeckt. Also es schmeckt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich wollte ja schon euch alle ein bisschen vor eine Aufgabe stellen heute Abend. Und deswegen dachte ich mir, ja, bevor ich jetzt hier ankomme, mit einem Raclette machen wir lieber mal ein bisschen was Schwierigeres. Definitiv. Also da hast du dir was Schönes rausgesucht. Aber die Verbindung zur Schweiz, du bist mit 4 Jahren ja von München dann nach Basel gekommen, die ist schon sehr ja, nachhaltig, würde ich mal sagen. Weil du hast neulich mal gesagt, als du an deinem ehemaligen Wohnhaus vorbeigekommen bist, da ging dir so ein kalter Schauer runter. Also die Schweiz ist schon Heimatgefühl. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja damals mit 4 Jahren aus München nach Basel gezogen. Ja, habe dann dort meine ganze Jugend verbracht, meine dicksten Freunde kennengelernt.
bin dann mit 19 Jahren das erste Mal von dort weg. Und wie gesagt, also die ganzen Freunde, die Ausbildung, Schule, das habe ich alles dort gemacht. Und deswegen wird es, glaube ich, auch immer so, ja, das Zuhause bleiben auf jeden Fall. Das mit dem Risotto ist ja so ein Rezept. Es ist zwar intensiv, aber es geht relativ fix, oder? Also ich würde mal sagen, in einer halben Stunde ist man mit einem Risotto fertig. Ja, kommt drauf an, wie schnell man schneidet. Das ging jetzt hier relativ fix. Anschwitzen, den Risotto-Reis haben wir dazu, ebenfalls anschwitzen. Dann haben wir ein bisschen Weißwein, wo wir es ablöschen. Und dann gibt es halt Stück für Stück immer Gemüsebrühe dazu. Wichtig, nicht alles auf einmal rein. Ja. Weil dann kann es passieren, du kannst nicht abschätzen, wie viel nimmt der Reis nochmal auf. Dann verkocht es relativ schnell. Das wollen wir nicht. Ein Risotto soll ja immer ein Stück weit noch einen Biss haben. Wir machen weiter mit dem Zitronengras. Okay. Bei dem machen wir Folgendes. Wenn du es jetzt einfach so nehmen würdest und da reinschmeißt, passt es nicht rein. Zweitens geht Aroma verloren. Deswegen Folgendes, einfach ein bisschen anschlagen und dann... Ach, das ist die grobe Variante, oder? Das ist die ganz grobe Variante. Reicht auch so zu. Aber Zitronengras gibt es doch auch so als so ein kleines Gewürz, oder? Gibt's auch, ja. Das wird dann meist so für Suppen und alles verwendet. Könnte ich hier jetzt nicht verwenden. Also ich sollte eher auf die Variante gehen. Ich würde eher auf die Variante gehen, weil du kannst danach rausnehmen. Ja. Weil wenn ja, du die kleinen Flocken nimmst, hast du die mit drin. Und Zitronengras, du hast manche Stellen, die kriegst du gar, manche aber nicht. Und dann kaust du dann ewig auf so einem Blatt einfach rum. Geben wir dann auch mit rein. Das können wir jetzt erstmal ein bisschen anschwitzen lassen. In der Zeit können wir hier den Parmesan schon mal reiben. Reibe habe ich hier drüben. Das wäre dann wieder mal ein paar für dich, Niklas. Komplett das Stück runterreiben. Niklas, hast du so die italienische Küche, weil wir beim Parmesan gerade so sind, ist schon so ein bisschen auch deiner, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage, das kannst du halt jeden Tag essen. Gibt es ja verschiedene Salate, Nudeln, vielleicht auch mal eine Pizza. Mhm. Deswegen bin ich schon ein Freund von, auf jeden Fall. Habt ihr Vorgaben jetzt? Was die Küche betrifft, machst du dir selbst Vorgaben? Versuchst du auch besonders sportlich zu essen oder sagst du, okay, ich achte zwar drauf, aber ich zähle jetzt die Kalorien nicht ab? Also ich bin jetzt nicht so ein Freak, dass ich sage, ich gucke bei jeder Verpackung auf die Kalorien, aber ich glaube, jeder von uns ist da schon ein bisschen so geschult, dass wir da schon drauf schauen sollten. Jetzt seit letztem Jahr ist es, glaube ich, haben wir auch mit der Wiebke eine Ernährungsberaterin in der Kabine, die auch immer offen ist für Fragen. Jetzt seit diesem Jahr gibt es auch morgens immer Frühstück, das ein bisschen auserwählt ist, dass wir nicht da morgens die Croissants mit Nutella reinhauen. Ich wollte gerade fragen. Und alles drum und dran, weil ich glaube, ja, das ist ja fast menschlich, morgens so ein warmes Croissant mit Nutella. Oh. Hat schon was. Und ja, es gibt halt Fruchtsalat und Vollkornbrot. Ja. Mein Gott, das einzige Gute, glaube ich, ist es umsonst für uns morgens. Aber nee, das passt schon. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen schauen, dass man da nicht irgendwas isst, weil das ja hat schon Konsequenzen auf jeden Fall. So, dann machen wir mal weiter. Ist jetzt schön angeschwitzt, hat leicht Farbe genommen. Jetzt geben wir den Risotto-Reis mit dazu. Bei Mutter schmeckt es am besten, bei Mama. Das ist auch so, oder? Ja. Also wenn du nach Hause kommst, kriegst du dann auch das, wenn du auf der Autobahn anrufst, Mama, ich wünsche mir das und das, dann kocht Mama das auch. Ja, gerade jetzt. Also ich glaube, ich wohne jetzt 6. Jahr nicht mehr zu Hause. Das sieht meine Mama nicht mehr jeden Tag. Und ich glaube, für die Mutti ist es dann das Schönste, wenn der Junge nach Hause kommt. Und wenn ich mir da ein Risotto wünsche, glaube ich, macht sie mir das auch. So, also wir haben jetzt hier ein schönes Stück Butter mit reingegeben. Ach, das gibst du gleich am... Ja. Okay. Aber am Ende geht doch auch noch ein bisschen was rein, oder? Könntest du, wenn du das willst, wenn du jetzt wirklich Butter sehr, sehr magst, machst du es einfach mit rein. Hat aber jetzt keine andere Wirkung, sag ich mal. Und so schwitzt du oder nimm die Butter noch ein bisschen Farbe, wird noch ein bisschen intensiver, kriegt da so einen nussigen Geschmack, was ja auch immer ganz schön ist. Ich habe es auch noch mal ein bisschen höher gedreht, damit es ein bisschen Power hat. Dann löschen wir es ab einfach mit der Gemüsebrühe, mit dem Weißwein und geben dann Gemüsebrühe drauf. In der Zeit können wir uns schon mal, hier haben wir ein Maishähnchen, ein französisches Maishähnchen ist das, die werden zum Teil im Stall, die ersten 30 Tage im Stall und dann gehen sie raus. Also denen geht es nicht ganz schlecht? Denen geht es nicht ganz schlecht, nee. Also Maishähnchen zeichnet immer aus, man sieht ja auch diese, wenn wir es mal umdrehen, diese gelbe Farbe, das liegt daran, dass die mit, also mindestens 50% Mais gefüttert werden. Okay. Wird jetzt nicht nur Mais hingeschmissen, sondern es wird beigemischt. Und hier sind wir dann auch beim 4-5-fachen von dem Preis, was ich sagte, vom Discounter. Das wollte ich gerade sagen. So bei 10, 12 Euro. Genau, okay. Aber das gerade bei Schwein, bei Geflügel sollte man das einfach ausgeben. Wir machen Folgendes, wir braten das jetzt nicht bloß einfach auf der Haut.
Was man auch machen kann, einfach in die kalte Pfanne legen, weil das hat hier unten auch noch Fetteinschlüsse, in die kalte Pfanne legen, dann langsam hochkommen lassen die Temperatur, weil dann tritt das Fett aus und die Haut wird schön knusprig. Wir machen es allerdings heute so, wir schneiden erstmal die Haut vom Knochen runter. Okay. Weil das einfach, das hat so eine ästhetische Sache am Ende. Weil so ein aber der Knochen bleibt dran. Der bleibt dran, genau. Und es sieht aber dann einfach schöner aus, wenn der so ein bisschen sauber ist. Und dann, es geht auch relativ einfach, ziehen wir die Haut ab. Okay. Ach, das ist die Chipshaut dann? Genau. Daraus machen wir unsere Hähnchenchips. So, da kann man hier so... Ich gehe mal davon aus, das hast du selbst noch nie gemacht. Ich auch nicht. Also, ich bin ein bisschen nervös. Ich doch auch nicht. Was für eine Premiere. Einfach hier, das, wo es ein bisschen viel Fett ist, das schneiden wir einfach mit weg. Oder mitunter kriegt man es auch so runtergekratzt, damit es dann nicht so Stellen gibt, die noch so... Und das ist dann ein Chip oder machst du daraus mehrere Chips? Das wird ein Chip, weil zieht sich dann, sobald es in die Hitze kommt, relativ schnell zusammen. Also alles am Ende vielleicht noch... Das müssen wir dann natürlich auch noch mal gucken, wie lange das braucht. Also geht das fix oder das ist der Chip relativ schnell? Sagen wir so, bei mittlerer oder wirklich so im unteren Drittel von der Hitze dauert das so 5 Minuten von jeder Seite. Je nachdem, wie dicker ist, je nachdem, wenn du jetzt hier so eine Sache hast, dann dauert es vielleicht mal 6-7 Minuten, aber so in etwa. Robert, du brauchst kein Wasser trinken. Also du kannst auch, ich weiß nicht, wie ihr Küche hat. Ich bin kein Sportler, also zumindest nicht auf dem Leistungsniveau. Ich würde dann den Wein nehmen. Liebe Julia. Gerne, Robert. Was trinken wir denn für einen Wein? Einen Grauburgunder. Einen Grauburgunder. Nee, ich bleib beim Wasser natürlich. Ich arbeite ja noch ein bisschen und ich würde beim Wasser bleiben. Du meldest dich. Ich melde mich, ja genau. Vielleicht dann zum Essen. Na dann. Ja, Prost. Dann schluss mal an, oder? Machen wir. So, das muss dann jetzt mit jedem Stückchen gemacht werden? Korrekt. Was passiert jetzt mit dem Risotto? Oh, der Wein wird angegossen, oder? Genau, wir haben es jetzt alles schön angeschwitzt, hat alles Farbe genommen jetzt. Oh. Herrlich. Löschen wir es ein bisschen ab mit dem Weißwein, lassen den einfach kurz noch mal ein bisschen einköcheln und geben dann immer peu à peu die was Brühe von dazu. Der Brühe dazu. Okay. Dann können wir mal noch die Kirschtomaten machen. Kirschtomaten und Vanille klingt für viele erstmal immer ein bisschen... ungewohnt und heu, passt das denn? Ja, es passt sehr gut. Also es gibt einfach so Sachen, die harmonieren sehr, sehr gut. Vanille und Tomate ist eine super Kombination. Gerade wenn man es warm macht, Vanille braucht immer ein bisschen Wärme. Also wenn ich jetzt einfach Vanillemark irgendwo reingebe, habe ich relativ wenig davon. Ja. Das sollte immer ein bisschen der Temperatur ausgesetzt werden, damit auch die Vanille ihr komplettes Aroma entfalten kann. So, jetzt gießen wir hier. Wie viel gießt du jetzt im ersten Schub? Naja, so ein Viertel erstmal ran und das lassen wir dann, wenn wir einköcheln, rühren es gelegentlich mal um. Okay. Bis es dann die Also man sollte immer beim Kochprozess dabei sein, jetzt nicht irgendwie abgelenkt werden. Genau, immer irgendwie. Am Weinglas dann eben festhalten, das Gut, ist dann perfekt. Immer die beste Variante. So, hier einfach die Vanille aufs Blech aufs Brett legen, ein bisschen mit dem Messerrücken gerade streichen, dann gehst du einfach hier mit der Messerspitze rein. Und schneidest. Da musst du natürlich ein bisschen aufpassen, oder? Oder hast du da ein Pflaster mal gleich neben dir liegen? Nee, ich hatte bisher immer Glück. Okay. Schneidest die Länge nach auf und dann einfach hier wieder mit dem Messerrücken ran und kratzt einfach das komplette Mark raus. Dann nehmen wir uns ein kleines Blech her, packen die Tomaten drauf. Weil wir bei der Vanille gerade sind, Lieblingsnachspeise bei dir? Boah, schwer. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Ich sag jetzt nicht unbedingt Vanille, aber so ein richtig guter Tiramisu. Ja. Ist dann schon. Sind wir schon wieder bei Italien, oder? Mehr meins. Ich wollte es gerade sagen, ja.
Aber ja, wie gesagt, also ja, jetzt so Vanille in dem Zusammenhang habe ich auch noch nie gesehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, ich auch. Ich auch. Dann gießen wir einfach ein bisschen Olivenöl mit dran. Dann marinieren wir das hier einfach ein bisschen ein, sodass alles durch das Öl an den Tomaten haftet. Du könntest das ja mal, Niklas, in den Ofen schmeißen. Ich habe es schon mal angemacht. Das Blech geht so bei 160 Grad. Ich sag mal 5-6 Minuten, je nachdem, wie groß die sind. Wir schauen einfach zwischendurch immer mal rein, bis die Schale leicht aufplatzt. Die sollen jetzt nicht komplett weich werden, aber auch nicht zu hart werden, weil wenn ich sie dann schneiden will, sprutzt mal alles über den Teller. Das will ich auch nicht. Deswegen, wenn die Haut aufplatzt, ist meistens so ein Indikator dafür, dass das passt. Kannst du einfach hinten reinschmeißen? Ja. Wie oft müsst ihr euch eigentlich wiegen lassen, also weil wir jetzt nun beim Gewicht sind und wie oft sagt der Trainer, wird mal heute die Waage rausgeholt? Das haben wir auf jeden Fall ein bisschen variiert. Also jetzt bis vor einem halben Jahr war es so, dass es immer nach dem Wochenende der Fall war, sprich nach einem freien Tag. Und da haben sich die meisten ja ein bisschen beschwert, dass ja nicht sein kann, weil ja, wenn du da mal ein bisschen schwerer bist, könnte es auch eine Strafe geben. Deswegen haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass ein Tag vor dem Spiel jede Woche wiegen ist und das Ganze ein bisschen kontrolliert wird. Und ja, da fahren wir, glaube ich, allesamt ein bisschen besser. Zieht man dann wie beim Fotomachen auch mal gerne einen Bauch ein bisschen ein oder sagt man, okay, ich kann es ja eh nicht ändern? Das kann man nicht ändern, leider Gottes. Also ich glaube, da stehst du dann splitternackt lieber auf der Waage, bevor du da noch die Trainingsklamotten anhast. Das macht schon ein bisschen was aus. Aber ja. Nee, ich glaube, wenn du da ein bisschen guckst und wir jeden Tag auf dem Platz sind, ja, nimmst du da nicht so viel zu. Okay, gehen wir mal an die Hähnchenchips. Da gehen wir hier einfach. Auch wirklich geringe Hitze, unteres Drittel. Jetzt legen wir sie noch kalt rein, dementsprechend dauert es dann noch länger. Ich hatte ja vorhin mal gesagt. Also kein Öl, kein gar nichts? Brauchst du nicht. Es ist genug Fett in der Haut drin. Okay. Ja, wenn du jetzt noch extra was dazu gibst, ist Verschwendung. Und es schwimmt einfach nur im Fett und das wollen wir nicht. Das soll hier schön ausbacken. Wir legen es einfach so rein. Ein Backpapier drauf. Und dann beschweren wir das Ganze. Dass die sich nicht wellen kann, dass die schön gerade werden, die Chips. Dauert jetzt ein bisschen länger. Vorhin hatte ich ja gesagt, 5 Minuten, 6 Minuten von beiden Seiten. Da die Pfanne jetzt noch kalt ist und wir sie langsam erhitzen, dauert es bestimmt 8-9 Minuten nebenbei, wenn man das macht. Aber so Kochgeschirr bist du gut bestückt, ja? Also, da bin ich mit das? Ja, also das habe ich auch alles zu Hause jetzt. Ich habe es noch nie so genutzt. Sehr gut. Aber zu Hause ist es. Das ist prima. So, wir können ja mal schauen, wie sich hier das Korn verhält. Naja, das muss noch. Das ist ein langer Weg noch, oder? Ja, das geht dann manchmal schneller, als man denkt. Fußballerisch gesagt, in welcher Minute wären wir jetzt? Ich sag mal so, naja. Haben wir die Halbzeitpause schon gesagt? Ja, ja, 65. Okay, 65. Hier geht's auch so langsam los. Und hier siehst du jetzt, wie das Fett schon austritt. Können wir auch mal schauen. Okay. Kam noch. Und deine Frage vorhin, ist das ein Chip oder mehrere, hat sich damit auch beantwortet? Ja. Zieht sich halt extrem zusammen. Niklas, wer ist dein Lieblingsfußballer? Gibt es so für dich jemanden, wo du dich orientiert hast? Ich sag mal, du bist ja die beste Nummer 7 fast der Welt. Es gibt ja noch andere berühmte Nummer 7 in der Welt. Ja, ich glaube, da gibt es schon einige, an denen man sich orientieren kann. Ich glaube, aber ja. Hast du als Junge, ein Poster irgendwo im Kinderzimmer, wo du gesagt hast, das ist mein großes Idol? Ja, was heißt Idol? Fan war ich von David Beckham, dem bisschen dickeren brasilianischen Ronaldo noch von früher. Aber ich glaube, ja, heutzutage so mit gerade Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, was die so auf die Beine stellen, schon über eine Zeitdauer von jetzt mittlerweile, glaube ich, fast 10, 15 Jahren, ist schon beeindruckend. Ob man das Vorbild nennen kann, boah, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall ja, sehr eindrücklich. So, was macht das Risotto? Na, gießen wir noch einmal an. Über okay, da ist jetzt nicht mehr viel da, ne? Nee, da ist nicht mehr viel da. Oh. Aber wir brauchen auch nicht mehr viel. Über die 70. sind wir schon drüber. Wir gehen auf die 80. zu. Ich schau mal, Schussphase. Quasi. Ich schau mal, wie es da bei den Tomaten aussieht. Ja, auch sehr gut. Die können wir rausnehmen.
Wann wechseln wir jetzt das Maishähnchen ein? Das wird eingewechselt, wenn die Haut fertig ist und gar nicht mehr kann. Okay. Dann können wir auch mal schauen. Naja, kann noch. Können wir von der Temperatur einfach noch mal ein bisschen höher gehen. Und hier siehst du jetzt auch, was hier an Fett rauskommt. Ja? Deswegen mehr Fett wäre dann Quatsch. Und wir nehmen dann auch die Pfanne und das Fett direkt zum Anbraten von den Mais. Also von den Hähnchen. Genau, einfach im Eigenfett angebraten. Niklas, lernst du hier neue Kochkniffe? Also mir geht es wirklich so, dass ich sage, hier guckt man sich das eine oder andere ab. Wie ist es bei dir? Ja, auf jeden Fall alles. Also wie gesagt, ich war ja nur bisher ein Freund vom Essen, beim Risotto auf jeden Fall. Und jetzt, wenn ich das so sehe, dann nimmt man auf jeden Fall einiges mit. Ich habe mir sagen lassen, im Stadion, beim Lounge Cooking, gibt es auch den ein oder anderen Kochkurs. Auch da gibt es ja die Möglichkeit, das ein oder andere dann nochmal zu lernen. Also wenn du da Lust und Laune hast. Themenbezogen, dann gibt es ja verschiedene Themenabende, Fisch, okay. Fleisch, vegetarisch, da ist ja von A bis Z alles dabei. Sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt die Hähnchenbrüste, braten die, wie ich schon gesagt habe, direkt im Eigenfett an. Brauchen wir keinen. Ist das jetzt egal, welche Seite? Weil die Haut ist ja jetzt weg. Unterm Strich ist das hier jetzt egal, ja. Okay. Macht jetzt keinen Unterschied. Wenn wir jetzt die Haut natürlich noch drauf gehabt hätten, hätten wir es auch in die kalte Pfanne gelegt. Wäre auch wieder das Fett rausgekommen. Und man braucht einfach kein Öl. Okay. Außer du hast jetzt eine unbeschichtete Pfanne, was wir in dem Fall nicht haben. Wenn du eine unbeschichtete Pfanne hast, bleibt dir die Haut relativ schnell kleben und du reißt sie dann runter. Das willst du natürlich auch nicht, wenn du sie dran lässt, weil das ja so eine optische Sache ist. Oder legst Backpapier rein. Mache ich zum Beispiel bei Fisch, wenn ich den auf der Hautseite anbraten will, lege ich immer ein Stück Backpapier rein und brate den einfach auf dem Backpapier, weil da passiert nichts und man hat eine schöne, knusprige Haut und die reißt nicht ab. Lieblingsfisch zum Essen? Also jetzt nicht auf hoher See, sondern welchen Fisch bevorzugst du? Ach, ganz einfach, ein großer Freund vom Lachs. Ich auch. Deswegen, da kann ich schwer Nein sagen, wenn es Lachs gibt. Ja, schlage ich auf jeden Fall zu. Meist, wenn ihr bei uns seid, esst ihr fast auch immer Fisch. Ja. So, die Großteil am Tisch. Wenn ich sage, wann isst immer Fisch? Ich glaube, ich mache mir das daheim eher selten, weil ich es hauptsächlich noch nicht kann. Deswegen, wenn es die Möglichkeit gibt, dann meistens Fisch. Das machen wir dann vielleicht einfach beim nächsten Mal, gibt es Karpfen. Ja, schön. Also heute finde ich aber auch nicht ganz schlecht. Also mit dem Hähnchen, das passt schon. Das tust du jetzt? Einfach aufs Blech. Ja. Dann geben wir die nochmal in den Ofen. Wie gesagt, 160 Grad. Ich denke so 8-9 Minuten wird es schon dauern. Und dann braten wir die einfach in der Pfanne nochmal nach, ein bisschen Butter rein, einen ganz kleinen Schluck Sojasauce, wo auch die Salzigkeit schon mitkommt, aber die einfach mal noch so einen anderen Geschmack hat. Passt dann auch super zu dem Zitronengras-Risotto. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende der Zubereitung und können zum Essen übergehen. Wie tust du jetzt dann das Zitronengras rausnehmen? Einfach mit einer Gabel oder? Genau, ich habe ja hier noch meine Pinzette. Ja. Und da sammle ich das einfach raus. Und hier wäre jetzt wieder die Frage, oder deine Frage von vorhin. Wenn du natürlich die kleinen Hobel dann da hast, da machst du dich. Das ist dann eine Stundentätigkeit. Das, absolut. Und so nimmst du die großen Stücken einfach raus. Ist aber noch ein bisschen Flüssigkeit drin, oder? Also genau, und dafür ist ja dann der Parmesan da. Der Parmesan dient ja auch der Bindung. Es ist fast noch ein bisschen zu wenig Flüssigkeit. Okay. Wir haben ja aber hier noch einen Schluck Weißwein. Ja. Den können wir noch mit angießen. Und dann den Parmesan dazu. Und so ein Risotto ist ja auch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, schön cremig, schlotzig, wie man in der Küche sagt. Es läuft ja so ganz leicht auf dem Teller, soll jetzt nicht runterlaufen. Also das Risotto muss man jetzt nicht im tiefen Teller essen. Mhm. Aber so eine schöne Cremigkeit sollte das schon haben. So, schauen wir hier nochmal. Vom Biss ist das gut. Da geht es dann nur noch ums Abschmecken. Bombe. Bombe. Also ich glaube, das klingt sehr, sehr gut. Wie ist es bei euch nach dem Training vormittags? Mittagessen, ganz, ganz wichtig. Achtest du dann beim Abendessen auch drauf? Viele Menschen sagen ja,
bis 18 Uhr vielleicht oder bis 18.30 Uhr und dann nichts mehr? Wie ist das da bei euch, bei dir? Na, es gibt ja da verschiedene Methoden. Die meisten sagen ja auch, ja, abends keine Kohlenhydrate. Mehr Salat, Gemüse, vielleicht ein bisschen Fleisch, so ja. Oder so. Aber ja, ich glaube, man versucht da schon hauptsächlich Profi zu sein. Ist auch gerade nach so zwei Trainingseinheiten recht schwierig. Gerade wenn du früh trainiert hast, dann trainierst du mittags nochmal, dann gehst du abends heim, dann denkst du dir so, boah, eine Pizza wäre jetzt nicht so schlecht. Da wirst du auch manchmal schwach, aber... So, jetzt können wir zum Parmesan kommen. Nehmen wir hier wirklich eine gute Handvoll. Geben wir einfach mit rein. Könnt ihr hier schon mal vermengen oder mach du das mal, Niklas? Ich jawohl. Gebe hier nochmal die Tomaten mit in den Ofen, damit die ein bisschen auf Temperatur kommen. Das Hähnchen ist auch soweit fertig. Da können wir nämlich hier auch schon mal die Butter mit in die Pfanne geben, weil nachbraten muss man es nochmal kurz. Okay. Aber das ist jetzt dann eher ein schneller Prozess. Das ist schnell. Da geht es einfach noch mal um eine kleine Kruste zu geben, indem noch einen Schluck Sojasauce mit rein, was ich vorhin schon sagte. Würzen das noch mal Müh, Salz und ein bisschen Pfeffer. Und dann ist das auch schon soweit. Dann habe ich hier noch ein kleines Zitrusöl. Geben wir auch noch mit dazu. Ah, das ist jetzt wieder ein besonderer Pfiff. Das ist einfach so ein Aromaöl. Okay. Und die Aromaöle gibt man meist immer am Ende von irgendwas dazu. Weil wenn du sie zum Braten oder so nimmst, verfliegt das Aroma. Es wäre schade um das Öl. Ich hole mal die Hähnchen, die braten wir noch mal kurz nach und dann gehen wir schon ans Anrichten. Und jetzt wird hier noch ein bisschen nachgewürzt quasi. Genau, das Salz, machen wir auch am Ende. Bisschen Pfeffer, alles so ein bisschen nach Geschmack und Gefühl. Zugeben immer, wegnehmen nimmer. Das war immer so ein Spruch in der Lehre, den werde ich auch nie vergessen, weil so ist es tatsächlich. Ja. Aber ich bin ein Freund davon, dass ich alle Sachen schon so würze, dass die Gäste, die es essen, dann nicht mehr großartig nachwürzen. So, da können wir eigentlich anrichten. Perfekt. Was brauchen wir dafür? Julia. Genau, Julia. Teller bräuchten wir dafür. Ich denke, wir gehen hier rüber. Ja. So, dann nimmst du hier den Topf. So, die können wir jetzt hier noch ein bisschen einfach anschneiden. Okay. Aber das ist natürlich eine schöne Farbkomposition jetzt auch. Genau. Gerade mit den Tomaten dann noch. Du, Niklas, noch die Tomaten drauf machen. Setzt einfach so 4-5 Tomaten ringsherum. So, und dann habe ich hier einfach noch ein bisschen Rucola, noch was Frisches dazu. Bisschen Zitrusöl, rund das Ganze dann noch ab. Okay. Und dann haben wir natürlich auch die gerade angesprochene Optik. So, und abschließend die Haut bekommt es natürlich wieder. Kommt mit hier drauf, so ein bisschen zum Knuspern. Ja, sieht doch gut aus, oder? Also wenn es demnächst in der WhatsApp-Gruppe von Dynamo Dresden heißt Kreuzer kocht, ist das definitiv, glaube ich, ein Kompliment. Und ich würde sagen, wir greifen mal zu und probieren das Ganze mal, was Robert und Niklas hier uns gekredenzt haben. Ich habe nämlich wirklich jetzt langsam Appetit. Also. Niklas hat unterschrieben, wir werden dann natürlich auch noch unterschreiben und wir hoffen natürlich, dass unsere Wand dann voller und voller wird. Dann gibt es definitiv eine neue Sendung von Schwarz-Gelb gekocht. Mal schauen, mit welchem schwarz-gelben Protagonisten wir dann kochen. Niklas, du hast die Latte auf jeden Fall heute sehr hochgelegt. Das hat großen Spaß gemacht, auch mit euch. Danke Julia, danke Robert für diesen schönen Premierenabend mit euch und tolles Rezept. Wir haben Hunger, wenn wir jetzt ein bisschen weiter reinhauen und deshalb würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt und ja, auf bald bei Schwarz-Gelb gekocht.